Und ich bin überzeugt, wir haben heute wieder eine schöne Vorstellung, eine ja auch lehrreiche Vorführung. Und ich sage auch danke den Damen und Herren vom Haupt- und Landgestüt Schweiganger, dass die Dinge hier immer so begleiten und uns informieren über die verschiedenen Pferderassen. Und wenn man schon mehrmals gesehen hat, einiges weiß man dann schon, aber man lernt immer wieder Neues hinzu. Und insofern, für viele Kinder und Jugendliche ist das Pferd heute ja nicht nur Hobby, sondern auch Erziehungsobjekt. Und zwar nicht, dass der Mensch das Pferd erzieht in erster Linie, sondern durchaus auch umgekehrt. Man lernt ja mit Vernunft, mit Tieren umzugehen. Man kann nicht immer seinen Kopf durchsetzen, sondern muss mit Gefühl vorgehen. Und bis in die Therapiezwecke hinein ja, spielt ja das Pferd eine große Rolle. Meine Damen und Herren, die Ponys haben uns schon die Show gestohlen, die stehen sie uns weiterhin. Die haben es verdient, weil das schöne Tiere sind, weil die anständig sind und weil die Politiker heute halt gern geschimpft werden. Also in diesem Sinne, meine Damen und Herren, einen schönen Vormittag.